Nicht deren Ernst. Was ist das für eine Schokolade? Foods Shots. Hallo ihr Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute wieder ein paar Food-Neuheiten für euch. Sie haben ein neues Ausmaß eingenommen. Ich gebe zu, ich war sehr bedacht, in den Supermärkten zu schauen, ob es da etwas Neues gibt. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit nach diesem Chocolate Mousse gesucht, nach dem Protein-Chocolate Mousse. Ich habe es endlich gefunden, Leute. Und jetzt fühle ich mich bereit, dieses Food-Neuheiten-Video zu machen. Also... ja, also so ein bisschen bereit jedenfalls. Ich werde das nicht aufteilen, das heißt, ihr kriegt hier diese volle Ladung von Food-Neuheiten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dieser wunderbaren Keksdose. Die habe ich nämlich von meinem Freund im Adventskalender bekommen. Und da habe ich zwei Sachen reingetan hier. Ich dachte so, Candybox, das passt ganz gut. Und zwar habe ich hier einmal die Cookie Dough Half-Baked Brownie Schokolade von Halloren und ich bekomme hier mein Handy raus, sieht so hässlich aus. Das ist sie und achtet nicht auf meine Nägel, Leute. Ich habe einfach auf beiden Händen nur noch den kleinen Finger, weil sie alle abgebrochen sind. Aber ich hatte auch noch keine Lust, sie zu lackieren, also ich gebe es zu. Wir fangen jetzt erstmal mit der Schokolade an. Ich hatte schon mal diese Pralinen davon mit normalen Cookie Dough, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Die anderen haben mir echt gut gefallen. Boah, wir haben ja auf jeden Fall so eine Monstertafel. Riecht gut. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, aber irgendwie ist die Füllung ein bisschen kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Mmh. Ja, schmeckt auf jeden Fall gut. Ist cremig. Ist jetzt nicht so besonders, wie ich gedacht habe. Die hat mich jetzt nicht so um wie die Cookie Dough Pralinen und deswegen nur 3 Sterne. Aber sie ist lecker, also kann man sich durchaus mal kaufen. Aber so richtig wie ein Brownie schmeckt sie nicht, oder? Hm. Also wenn ich sie jetzt so weiter esse, dann schmeckt sie irgendwie mal besser. Okay, Leute, sie kriegt doch 4 Sterne von mir. Sie ist doch irgendwie ziemlich lecker. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall was zu trinken. Und zwar habe ich den schwarzen Monster hier gefunden. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr... oh, das ist Geräusch, ne? Ich liebe es. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich das hier schon probiert habe. Das heißt, das ist für mich keine Food-Neuheit mehr, sondern einfach nur ein Trinken, was ich wirklich richtig lecker finde. Mmh. Trink's aber auch erst zum zweiten Mal. Und zwar ist das was anderes als Energy. Nein, doch. Oh. Das hier ist nämlich Monster Mule Ginger Brew. Brew, ich kann es nicht aussprechen. Brew? Brew? Stop it. Get some help. I don't know. Aber das ist eigentlich so ein Ingwer-Getränk. Und da ist auch nicht so viel Koffein drin, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo habe ich das gesehen. Koffein 0,03%. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Energy Drink. Es gibt ja auch Ginger Beer. Ich glaube, das soll einfach sowas ähnliches sein oder einfach ein Ingwergetränk. Ich finde es auf jeden Fall mega lecker, deswegen kriegt es 5 von 5 Sternen. Wenn ihr den seht, holt ihn euch. 7 Kalorien auf die ganze Dose. Das heißt, es ist auch sehr Zero. So, jetzt werden wir direkt mit der nächsten Schokolade weitermachen. Hands off my chocolate in Birthday Cake. Oh mein Gott, was ist das denn? Also ich habe diese Packung auf jeden Fall so schlimm aufgemacht, das geht gar nicht. Aber was ist das für eine Schokolade? Wie süß ist das denn bitte? Also man sieht hier so diese Sprinkles, diese Streusel vom Birthday Cake drin. Und es ist so süß, so eine Schokoladentafel habe ich noch nie gesehen. Das flasht mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier mal so einen Punkt abmachen. Ich hätte halt gedacht... boah, nee. Also die Schokolade ist irgendwie gar nicht mein Fall. Hier sind irgendwie noch solche Stückchen drin, aber sie knistert nicht. Ich dachte erst, es wären solche Knisterstücke, aber hier steht drauf Strawberry Meringues and Sprinkles. Aber was ist dieses Meringue? Okay, das muss ich jetzt kurz herausfinden. Übersetzer. Okay, der war noch auf Japanisch eingestellt. Wir wollten nämlich wissen, was auf diesen Stäbchenverpackungen immer steht, haben es aber leider nicht herausgefunden. Baiser steht hier drauf. Also Baiser ist ja eigentlich so eine Zucker-Eiweißmasse und das ist hier auf jeden Fall nicht drin. Also die kriegt leider von mir nur 1 Stern und diesen 1 Stern bekommt sie für mich wegen diesem wunderschönen Aussehen. Aber leider schmeckt die mir überhaupt nicht. Ich finde, sie schmeckt nicht nach Birthday Cake, sie schmeckt eher sehr stark nach Erdbeere und die Konsistenz ist komisch. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zu diesem sexiest Weihnachtsgebäck alive und zwar zu diesem Dominostein-Smoothie. Ich habe den gesehen, als ich schon wieder aus dem Rewe rausgegangen bin. Und da muss ich nochmal reingehen, nochmal genau an die gleiche Kasse gehen und die Kassierin guckt mich so an, scannt das so ab und hat nichts gesagt. Aber sie dachte wahrscheinlich so, okay, warum stellt sie sich jetzt nochmal wegen einer Sache an und warum hat sie das nicht gerade eben gekauft? Kann man das sehen? Sieht auf jeden Fall so gelblich-bräunlich aus. Ehrlich gesagt nicht so appetitlich. Mmh,
Boah, das schmeckt richtig gut. Das schmeckt mega lecker. Also ich würde mal behaupten, der schmeckt nicht so ganz nach Dominostein, sondern etwas obstiger und fruchtiger. Zutaten: Traubensaft, Birnenpüree, Apfelsaft, Bananenpüree, Aprikosenpüree, Kakaopulver, Gewürzmischung. Boah, aber es schmeckt irgendwie fruchtig, aber ein bisschen weihnachtlich. Ja, also den finde ich echt lecker. Die Verpackung ist auch einfach richtig süß. Der bekommt von mir 5 von 5 Sternen, einfach wegen der Verpackung und weil er trotzdem lecker ist. Also ich habe nämlich erst gedacht, das wäre so mega süß und würde so richtig krank nach Keksen schmecken oder beziehungsweise nach diesem Dominostein. Aber ich finde eben gut, dass die True Foods hierbei nicht den Smoothie vergisst und nicht Obst und einfach nicht Schokolade gemixt hat, sage ich mal. So, jetzt kommen wir aber zu den wichtigen Sachen und zwar zu diesem Protein Chocolate und Vanillemousse von Ehrmann. Ich habe den persönlich jetzt bei Edeka gefunden. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr und ob ihr den schon gefunden habt, falls ihr den auch suchen wollt. So, ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, den zu probieren. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von den Ehrmann Protein Puddings. So sieht das Ganze hier aus. Boah, das ist einfach so mousig, also richtig luftig. So wie Mousse Schokolade. Nicht deren Ernst. Boah. Das schmeckt so gut. Das ist, meine ich, auch noch ein bisschen schokoladiger als der Pudding. Richtig lecker. Also der bekommt von mir 5 von 5 Sternen und der hat sogar richtig gute Nährwerte. Also wir haben hier ein bisschen mehr Fett drin, glaube ich, als bei dem Pudding. 10 Gramm Protein auf 100 Gramm und 76 Kilokalorien. Also als Fitness- oder Proteinsnack sehr, sehr tauglich. Das gleiche haben wir noch in Vanille und da kann ich mir ehrlich gesagt, wow, hier haben die aber richtig übertrieben mit der Füllmenge. Das kennt man ja gar nicht. Das ist richtig voll. Schaut mal. Ich frage mich jetzt, ob das ein Fehler war oder ob das echt so gewollt ist, weil der hier ist nicht so voll wie der. Also ist ja ein Zentimeter Unterschied. Sieht man das? Vielen Dank, Ehrmann. Das Komische ist, ich habe das Gefühl, der ist leichter. Dabei sind bei beiden 200 Gramm drin, ne? Mein Verstand versucht mich jetzt zu täuschen. Vanillemousse habe ich noch nirgendwo gegessen. Das ist so fluffig. Ist er noch gut? Doch. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, er schmeckt ein bisschen säuerlich. Nee, ich glaube, es war nur Einbildung. Aber Schokolade gefällt mir auf jeden Fall besser. Der kriegt jetzt nur 3 Sterne von mir. Irgendwie finde ich dieses Vanille als Mousse echt komisch. Aber es hat auch sehr gute Nährwerte. So, als nächstes trinken wir ein paar Shots. Da habe ich nämlich ein paar mehr von. Ich habe nicht nur die, sondern gleich noch eine andere Marke. Das hier sind jetzt True Foods Shots. Und zwar einmal in Ingwer und noch einmal in Ingwer. Aber irgendwie ist ein Ingwer-Shot so orange und einer rot. Wir schauen mal, was der Unterschied ist. Hier oben in dem roten Ingwer-Shot haben wir Ingwer, Himbeere, Johannisbeere, Agavendicksaft, Limette, Rote Beete, Apfel und Acerola. Und in dem orangen, also eigentlich ist er eher gelb, haben wir Ingwer, Apfel, Limette, Agavendicksaft und Acerola. Also hier haben wir noch ein bisschen mehrere verschiedenere Sachen drin als hier. Ich glaube, der schmeckt mehr so ingwerig. Aber ich bin sehr gespannt, weil Limette stelle ich mir richtig lecker vor in so einem Shot. Was ich seltsam finde, ist, dass hier einfach 99 Milliliter drin sind. So, warum haben die nicht noch 1 Milliliter mehr reingetan, um auf 100 zu kommen. Das hätte auch locker noch in diese Flasche gepasst. Irgendwie ist die orange Flasche schon wieder voller als die andere. Was ist hier los? Das wird doch maschinell gemacht. Die Flaschen finde ich super süß, weil die so Mini-Smoothie-Flaschen sind. Oh, das riecht richtig gut. Ja, brennt ein bisschen, aber das finde ich gut. Limette kommt null raus. Schmeckt wie ein ganz normaler Ingwer-Shot. Haut mich jetzt nicht so um, aber ist lecker, weil ich liebe einfach solche Shots. Jetzt kommen wir zum zweiten. Der riecht anders und der ist auch ein bisschen dickflüssiger. Der brennt anders. Dieser hier brennt direkt und der brennt irgendwie langsamer. Oh mein Gott, das hört sich so komisch an. Aber der hier gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Ich glaube doch nicht. Wenn man genau hinschmeckt, merkt man die rote Beete raus. Und hier ist auch ein bisschen rote Beete drin. Aber als allerletzte Zutat. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, mit 0,2% das rausschmecken zu können. Die kriegen beide von mir 4 von 4 Sternen, weil ich einfach solche Shots liebe. Aber sie sind jetzt auch nicht so besonders, dass ich sagen würde, okay, 5. Jetzt machen wir hier wieder mit etwas Protein weiter. Denn es gibt von Danone solche MyPro Plus Joghurt. Ich glaube, es sind Joghurts. Nein, es sind Skier-Style-Joghurts. ja, Skier-Style sagen wir mal. 15 Gramm Protein plus Calcium und hier plus Vitamin D. Also Vanille ist mit Calcium, Heidelbeere mit Vitamin D. Wir testen das jetzt mal.
Es gibt ja schon so viele Proteinprodukte. Ich habe das Gefühl, es schmeckt alles ein bisschen gleich. Why not? Ich probiere auch die tausendste Marke. Ich glaube, es sind Stückchen drin. Das sieht so schwarz bepunktet aus. Man könnte jetzt auch denken, das wäre Schimmel, aber es sollen, glaube ich, so Blaubeerstückchen sein. Mmh, der ist ultra cremig, irgendwie so ein bisschen schwer, aber er schmeckt jetzt nicht so nach typischem Skyr, finde ich. Also dafür ist er zu cremig und zu süß. Ich gucke mal, ob hier Zucker drin ist. Nee, wie es aussieht, nicht. Es sind nur Süßungsmittel drin. Und zwar haben wir pro 100 Gramm 56 Kilokalorien und 9,3 Gramm Eiweiß. Also gute Nährwerte als Fitness-Protein-Snack. Schmeckt meiner Meinung nach auch sehr gut. Ich habe da wirklich nichts auszusetzen. Und der kriegt von mir 5 Sterne, Leute. Dann haben wir hier den mit Vanille. Also langsam wird es ein bisschen auffällig, Leute. Hier sieht man auch solche schwarzen Pünktchen drin für Vanille. Mal gucken, ob da überhaupt echte Vanille drin ist. Zutaten: Frischkäse, Oligofructose, färbendes Karottenkonzentrat, blabliblub. Natürliches Vanillearoma, extrahierte, gemahlene Vanilleschoten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich nehme jetzt mal einen neuen Löffel und probiere das Ganze mal. Dieser Joghurt, beziehungsweise Skyr, schmeckt 1:1 wie ein Vanillejoghurt, den ich als Kind immer gegessen habe. Den finde ich richtig gut. 5 von 5 Sternen. Die Sorte gefällt mir sogar noch ein bisschen mehr als diese hier. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nicht so süß. Ihr wisst ja, dass ich gerne süße Sachen mag. Aber nur mal so als Info, wenn ihr Skyr haben wollt, gibt es auch größere Packungen, die im Verhältnis etwas günstiger sind als diese hier. Trotzdem finde ich die, wie gesagt, mega lecker und deswegen auch die 5 Sterne. Aber wollte ich nur kurz mal anmerken, falls ihr Geld sparen wollt. Als nächstes, mir fällt auf, wir haben voll viele Proteinsachen hier mal. Das gefällt mir, aber jetzt haben wir wieder ein Smoothie oder ein Fruktiv? Von Müller. So erfrischend fruchtig in Blutorange mit 3 Vitaminen, Leute. Also ich habe das noch nie gesehen. Ich finde, es sieht so seltsam aus. Ist das einfach nur Saft von Müller? Oder habt ihr das schon mal gesehen? Weil ich finde es irgendwie richtig seltsam. Aber genau deswegen musste ich das natürlich kaufen. Mit Zucker und Süßungsmittel. Nee, also das finde ich jetzt hier nicht in Ordnung. Nein, Spaß. Wir probieren das mal. Es riecht nach Blutorangensaft. Und schmeckt auch so. Bloß ein bisschen lasch. Also ich habe das Gefühl, das ist verdünnter Blutorangensaft. Also es schmeckt gut, aber irgendwie ist es nicht so intensiv, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man kann es durchaus trinken. Das bekommt von mir 2 von 5 Sternen. Aber hier steht drauf, dass es ein Molkemischerzeugnis mit Zucker und Süßungsmitteln wäre. Molkenerzeugnis. Dann kommt 35% Blutorangensaft. Aus Blutorangensaftkonzentrat, also auch kein richtiger Blutorangensaft. Süßmolke, Glucose-Fructose-Sirup. 7,4 Gramm Fett und 0,4 Gramm Eiweiß. Also ich weiß echt nicht, warum hier dieses Molkeerzeugnis drin ist. Sieht halt nicht so milchig aus. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwas ist daran seltsam. Wir machen weiter mit einem Ermann-Pudding. Wir machen weiter mit einem Ermann-Joghurt. Das ist dieser High-Protein-Joghurt in Erdbeere. Das ist eine neue Sorte. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe ihn auf jeden Fall etwas zu sehr bewegt, glaube ich, weil er sich hier schon so abgesetzt hat. Und ja, das ist so das Problem an Joghurt, dass er sich immer so trennt. Ich vermische den mal wieder. Also der riecht auf jeden Fall schon mal sehr lecker nach Erdbeere. Und wenn man ihn durchrührt, dann ist er auch wirklich cremig. Und da sind so ganz kleine Erdbeerstückchen drin, ne? Okay. Also im ersten Moment fand ich ihn sogar lecker. Ich bin nicht so der Fan von Erdbeergeschmack im Joghurt oder so. Das schon mal vorweg. Ich liebe einfach Erdbeeren an sich viel zu sehr und ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen künstlich. Im ersten Moment hat es normal geschmeckt oder lecker nach Erdbeeren und im zweiten Moment hat es so volle Kanne künstlich geschmeckt. Leider kein Favorit von mir. Hier habt ihr aber auch wirklich sehr viel Protein drin, also 20 Gramm pro Becher. Wenn ihr so eher künstliches Erdbeeraroma mögt oder künstlich angehaucht, es geht noch schlimmer. Kennt ihr diese Schaumerdbeeren? Also die sind ja künstlich hoch 3000, aber so schlimm ist es nicht. Wie gesagt, nicht mein Fall. Ich mag die anderen Sorten lieber, deswegen nur 1 Stern. Jetzt habe ich hier noch mehr Shots für euch und da bin ich besonders froh, dass ich die euch zeigen kann. Die habe ich schon probiert, auch in meiner Instagram-Story, aber das ist Powerfood. Das ist eine neue Marke und zwar von Görki und die liebe Nock, kennt ihr bestimmt auch. Die haben die sozusagen ins Leben gerufen und ich finde es richtig cool, dass sie jetzt ein eigenes Produkt
Produkt haben. Die Shots sind momentan online bestellbar und so langsam sollen die auch meines Wissens in die Läden kommen. Also vor allem im Rewe, glaube ich. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie jetzt ein eigenes Produkt hergestellt haben. Es gibt die Sorten Defense mit Ingwer, Kurkuma und Acerola. Dann gibt es die Sorte Restart. Restart, Leute. Ich kann das eher nicht aussprechen. Ich muss es immer sehr betonen, damit man es überhaupt hört. Also Restart. Your Day mit Granatapfel, Himbeer und Acai. Und dann haben wir hier den Energy Shot. Und das ist natürlich genau meine Welt, weil ihr wisst, ich liebe einfach Energy und Koffein und so. Guarana, Matcha und Minze. 150 Milligramm pro 100 Milliliter. Mehr darf man, glaube ich, gar nicht reinmachen. Und damit starten wir jetzt mal. Dann wird das Video auf jeden Fall noch ein bisschen energiereicher. Also ich finde den echt gut. Im ersten Moment so ein bisschen anders, als man ihn sich vorstellt. Man merkt diesen Minzgeschmack, finde ich, so beim Schmecken so. Also erst ist es ein bisschen bitter von Matcha und Guarana und dann kommt dieser Minzgeschmack. Auf jeden Fall finde ich den mega cool. Ich werde ihn jetzt nicht komplett austrinken, weil wir noch ein paar andere Shots haben. Und es sind übrigens nur Bio-Zutaten drin, also in all den Shots hier. Als nächstes kommt der Defense-Shot und das ist eben, wie gesagt, so ein Ingwer-Shot. Und ihr wisst, ich liebe sie. Da merkt man wirklich so diesen Ingwer-Flavor. Und Kurkuma merkt man, finde ich, auch raus. Er ist nicht so scharf wie zum Beispiel der von True Foods gerade. Aber gerade wenn ihr diese Schärfe nicht mögt und trotzdem so diese Vorteile haben wollt, dann ist der, glaube ich, echt gut für euch. Und was ich auch gut finde, ist, dass dieser Kurkuma-Geschmack nicht so prägnant ist wie bei manchen anderen Shots. Weil wenn das so ein reiner Kurkuma-Shot ist, dann kann ich das einfach nicht trinken, weil ich diesen Kurkuma-Geschmack nicht mag. Und hier geht der eben so unter in diesem Ingwer. Und deswegen ist es nur so eine leichte Note und deswegen mag ich das dort und bei anderen Shots eben nicht. Und dann haben wir hier diesen Restart Shot. Das ist eher so der Beauty Shot. Der ist ultra süß auf jeden Fall. Übrigens sind hier überall 100 Milliliter drin und der hat neben Granatapfelsaft, Bio-Apfelsaft, Himbeersaft, Heidelbeersaft und Acai-Püree. Also ich finde alle sehr lecker, aber mein Lieblingsshot ist, glaube ich, einfach dieser hier. Auch wenn er so ein bisschen standardmäßig Ingwer ist, aber ich liebe ihn einfach. Dann kommt der Energy-Shot, weil der einfach richtig besonders ist. Und dann der Beauty-Shot, also ich finde den auch super, also diesen Restart. Falls ihr die seht, probiert sie sehr gerne. Ich finde es immer cool, wenn so eine neue Marke einfach komplett auf den Markt kommt und was ausprobiert. Deswegen bekommen die einfach alle von mir 5 von 5 Sternen und ich freue mich wirklich sehr für Görki und Nock, dass das alles funktioniert hat. Jetzt testen wir ein neues Produkt von Müller und zwar habe ich hier diese Nature Joghurtsorten gefunden. Ich finde, die sehen sehr schön aus von der Verpackung her. Also ein sehr edles Design schon fast. Einfach so richtig clean mit so einer Frucht drauf. Einmal haben wir hier die Sorte Mango und die ist mir natürlich direkt mal ausgelaufen. Dann haben wir Blaubeere und Himbeere. Die haben wirklich sehr, sehr wenig Zutaten. Joghurt, 15,9% Himbeeren und Zucker. Mehr nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie die schmecken. Und ich fange mal mit dem Mango-Joghurt an. Ich hoffe, der ist noch gut, weil, wie gesagt, der ist mir kaputt gegangen. Der ist sehr, sehr flüssig und sehr, sehr gelb. Oh, er schmeckt wirklich nach Mango. Also so nach natürlicher Mango. Wisst ihr, was ich meine? So, als hätte ich gerade eine Mango gegessen einfach. Ich probiere direkt mal Himbeere. Hier sind noch so ein paar Stückchen drin, sehe ich gerade. Oh, Hammer. Oh, Himbeere finde ich richtig lecker. Wirklich. Das schmeckt so, als hätte man sich selber einfach Joghurt mit so frischen Himbeeren zusammengemixt. 11,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm, 90 Kilokalorien auf 100, 150 Gramm sind hier drin. Also Himbeere schmeckt mir richtig gut. Jetzt kommt Heidelbeere. Oh, die Farben, was ist hier los? Was will Müller mir damit sagen? Heftig. Blaubeere ist auch lecker. Blaubeere ist nicht so süß. Himbeere finde ich am besten. Dann kommt Blaubeere und dann kommt Mango. Die Farben, Leute, was ist hier passiert bei Müller? Als wären das so Farbtöpfe und mit so wenig Zutaten. Das finde ich krass. Also die können wir auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich. Also diese Himbeersorte kriegt auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Die kriegt 4 von 5 Sternen. Und diese hier kriegt 3 von 5 Sternen, weil sie schmeckt zwar sehr nach Mango, aber... irgendwas stört mich daran. Ich weiß auch nicht warum. Es tut mir leid. Aber die Sorte kriegt nur 3 Sterne von mir. Es ist noch nicht vorbei, denn wir haben immer noch 2 Produkte, die ich mit euch probiere. Und zwar habe ich hier als erstes eine Food-Neuheit von MyProtein. Ihr wisst ja, dass MyProtein mein Sponsor ist. Und ihr könnt mit meinem Code SuperSophia und dem Link in der Beschreibung mich unterstützen und immer am meisten sparen. Und die haben einen neuen Shake rausgebracht, nämlich den Impact Protein Shake in Vanille und Schoko. Und es gibt sogar noch vegane Shakes. Die sind ready to drink, also könnt ihr die einfach so mitnehmen, wenn ihr unterwegs seid. Und ich dachte mir, ich probiere die einfach mal mit euch.
Also schmeckt wie Vanillemilch. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, es wäre ein bisschen cremiger. Aber es ist wirklich so eine Milchkonsistenz. Sehr flüssig, aber wirklich sehr lecker. Hat auch super gute Werte. Also eignet sich perfekt als proteinreicher Snack oder zum Beispiel nach dem Workout. Wenn man einfach ein bisschen mehr Protein zu sich nehmen möchte und weiß nicht wie. Hiermit geht es auf jeden Fall sehr gut. Hier habt ihr pro Flasche 330 Milliliter, 165 Kilokalorien, 1,3 Gramm Fett, 13 Gramm Zucker. Das sind 3,9 Gramm auf 100 Milliliter. Und ihr habt hier 25 Gramm Protein und das finde ich echt super. Kriegt auf jeden Fall 5 von 5 Sternen von mir. Und zum Schluss haben wir hier noch einen Saft mit dieser tollen Tigerverpackung. Ich dachte erst so, hä, ist das jetzt ein Limited Edition oder ist das neu? Aber es ist tatsächlich neu. Und zwar haben wir hier einen, alles andere ist nur Saft, Orange, Mango und so. Okay. Okay. True Foods, ihr habt mich wieder. Also Zutaten, Orangensaft, Apfelsaft, Mangopüree und Jutsu-Saft. Jutsu habe ich mal so ein, bei, wo war denn das nochmal? Bei uns in so einem Restaurant habe ich das mal getrunken, so eine Jutsu-Schorle. Mango-Jutsu, glaube ich, und die war richtig lecker. Also wenn das so schmeckt, dann bin ich echt begeistert. Boah, das ist bloß alles so nass, weil es in meinem Kühlschrank stand und jetzt hier alles so ein bisschen warm geworden ist. Ich hole mal ein Glas. Ich bin wieder da. Ich nehme mal nicht so viel. Oh mein Gott. Der schmeckt wirklich nach diesem Jutsu-Zeug, was ich damals in dem Restaurant getrunken habe. Richtig lecker. Ich dachte erst, okay, ist echt ein bisschen überteuert. Nachher schmeckt das genauso wie Orangensaft. Aber es schmeckt wirklich anders. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ich bin zwar nicht so der Safttrinker, aber wenn es so lecker ist, dann trinke ich das auch mal ganz gerne. So Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit meinen Food-Nachhalten. Das war auf jeden Fall super, super viel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Sachen schon probiert habt und wie ihr die findet. Das würde mich echt sehr interessieren. Ich halte natürlich weiter Ausschau nach neuen Produkten, die ich probieren kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr gerne einen Daumen hoch. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und auch auf meinem zweiten YouTube-Kanal. Da bekommt ihr nochmal einen anderen Einblick in meinen persönlichen Alltag. Abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!